Namaste und herzlich willkommen. Ich bin Tobias vom Yoga-Studio Yoga Privé und freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. In diesem Video habe ich dir eine sehr schöne, geschmeidig machende und zentrierende Yoga-Sequenz zusammengestellt. Im Wesentlichen ist sie für den Schulterbereich gedacht. Wir werden uns Zeit nehmen, die Schultern mobilisieren, die Gelenke durchbewegen im Schulternackenbereich und versuchen, Verspannungen zu lösen und gleichzeitig auch Kraft und Stabilität diesen Strukturen zu schenken, sodass du einfach im Alltag eine schöne Grundbeweglichkeit und Kraft hast für die Dinge, die auf dich da warten. Diese Sequenz ist im Wesentlichen für die Mittelstufe geeignet, beziehungsweise für Menschen, die schon mit Yoga vertraut sind oder eine gewisse Grundbeweglichkeit mitbringen. Denn einige der Sequenzen brauchen davon eben etwas mehr. Hilfsmittel brauchst du keine besonderen. Und ich bitte dich einfach auf dich zu achten, sodass zwei Lehrpersönlichkeiten dich begleiten. Ich von außen mit Ideen und Vorschlägen, um dich zu begleiten durch die Praxis, aber auch du selbst als Lehrperson, die einfach weiß, was gut tut, sodass du auf dich hören kannst und das mitmachst, was dir eben gefällt. Dann würde ich sagen, lass uns beginnen. Ja, such dir einen gemütlichen Sitz aus. Wir bleiben einen Moment hier, also gerne ist der Sitz bequemer, wenn du dich höher setzt auf eine Unterlage. Wenn du einen guten Sitz gefunden hast, bitte ich dich zunächst, die Augen kurz zu schließen. Das macht es dem Geist leichter, hier und jetzt zu sein. Denn das ist ja ein Vorteil der Yoga-Praxis, dass du dir Zeit für dich schenkst. Hier an dem Ort, den du gefunden hast, jetzt in diesem Augenblick. Also werd dir dessen bewusst. Du bist hier und jetzt. Bring die Aufmerksamkeit zu dir und spüre deinen Sitz. Und spüre besonders die Auflageflächen des Beckens nach unten. Erlaub ihnen, dass sie größer werden, diese Auflageflächen, sodass du einfach mit dem Becken tiefer nach unten sinken kannst. Und dann vertraue darauf, dass die Erde von unten dich stützt. Fühl dich getragen von unten. Finde einen Moment der Stabilität, der Kraft, aber auch der Ruhe in Verbindung mit der Erde, denn diese Eigenschaften strahlt die Erde aus. Kraft, Stabilität, Ruhe. Nimm das von unten in dich auf. Und dann beginn von dort nach oben dich aufzurichten. Und das darf jetzt etwas lebendiger werden. Kannst du dich gern mal nach oben rakeln, rechts und links im Oberkörper dich aufrichten. Dann stell dir vor, du strebst hoch, du wächst aus der Erde hoch in die Welt. Und dann kreist ein paar Mal mit den Schultern rückwärts. Und dann legst du im hinteren Teil des Brustkorbs einfach ab und stell dir vor, die werden auch von unten gestutzt, die Schultern. Du kannst sie einfach ablegen und dir erlauben, dass der Schulternackenbereich entspannt, ja, sodass die Schultern nach außen gleiten. Lass den Nacken durchlässig und streb mit dem Scheitel nach oben. Entspann dein Gesicht. Dann werde ein Beobachter deines Atmens. Beobachte, wie du einatmest, wo Atemräume sich weiten dabei. Es kann im Brustkorb sein, der sich hebt, oder im Bauchbereich, der nach vorn wölbt. Oder in den seitlichen Flanken, die sich auseinanderziehen. Wo findest du die Einatemfülle? Und wie fühlt sich die Ausatmung an, wenn das wieder zurückfließt, wenn der Brustkorb sich senkt, der Bauchbereich sich zurückzieht nach innen und die Flanken sich wieder annähern? Beobachte das Einatmen hin zur inneren Fülle und Größe. Das Ausatmen hin zu einer inneren Mitte. Dann denk dir die Einatmung nach oben, als würde der Brustkorb nach oben leicht werden, wenn du einatmest. Oder die Einatmung dich aufrichten. Und denk dir die Ausatmung nach unten, lass sie über dein Becken zur Erde fließen.
Nochmal in Ruhe einatmen, nach oben. Lass dich nach oben aufrichten. Entspann dich nach unten mit dem Ausatmen. Dann lass die Atmung wieder fließen und öffne langsam wieder die Augen. Ich möchte in die erste Mobilisierung des Schulterbereichs und des Rückens mit dir eintauchen. Bitte dich einfach, die Arme einatmend zur Seite auszubreiten, ausatmend die Arme zu verschränken. Vielleicht kommen die Hände an die Schultern. Einatmend, streck dich wieder auseinander, die Arme nach hinten, ausatmend, verschränk die Arme, vielleicht den anderen Arm jetzt nach oben. Mach das weiter. Einatmend, ganz groß werden, ausatmend, dich umarmen. Lass im Einatmen den Rücken sich aufrichten, heb dein Brustbein, lass in dem Ausatmen etwas runder werden, roll dich zusammen, komm bei dir an. Ja, noch 3 Runden. Beginnen ein letztes Mal. Schaff ganz viel Raum zwischen den Händen und atme aus. Komm noch einmal ganz zu dir in diese wunderschöne Umarmung. Und dann löse auf, richte dich wieder auf, leg die Arme zur Seite, nach unten, wieder ab. Gut, jetzt beginnt dein Becken nach vorne und hinten auszukippen. Jetzt macht der Rücken die gleiche Bewegung nochmal. Er wird rund, wenn du hinter die Sitzbeine kommst, und streckt sich, wenn du vor die Sitzbeine kommst. Lass also die Bewegung des Beckens nach oben in den Rücken laufen. Ausatmend, roll dich ein. Einatmend, richte dich auf. Noch einmal. Komm wieder neutral an, bring die Arme zur Seite, dreh sie auswärts und einwärts. Immer noch macht der Rücken die gleiche Bewegung. Einatmend, Arme drehen auswärts, ausatmend, Arme drehen einwärts. Einatmend in der Auswärtsrotation, hebt sich dein Brustbein, hier vorne wird ganz viel Raum kreiert. Ausatmend, Rücken runde, zwischen den Schulterblättern entsteht Raum. Nimm diese Bewegung also auf, die der Rücken macht. Und mach noch auch hier eine Runde. Und komm dann neutral wieder an und kreis mit den Schultern abwechselnd rückwärts. Wir verlagern die Bewegung jetzt weiter nach oben in den Schulterbereich. Die Schultern kreisen ganz locker rückwärts. Und dann lass sie wieder nach unten sinken auf den Brustkorb. Schüttel gerne mal die Schultern und Arme aus. Hebe jetzt beide Arme nach vorn und kreis mit beiden Schultern rückwärts. Manchmal gibt es innere Geräusche, da knirscht was, knirschelt was oder rumpelt was ein bisschen im Rückenbereich, Schulterbereich. Das ist ganz normal. Das sind kleine Muskelverspannungen, die jetzt bemerkbar werden. Kreis weiter rückwärts, heb gleichzeitig die Arme nach oben. Jetzt gleiten die Schulterblätter auf der Muskelschicht des Rückens hoch und runter. Auch das rumpelt ein bisschen unter den Schulterblättern. Das ist so eine kleine Einladung des Körpers, dich da mehr zu bewegen im Alltag. Ja, dann wird dieses Geräusch weniger, dann rumpelt es weniger. Gut, dann lass die Arme beim nächsten Mal oben, zieh die Schultern hoch, zieh rechts und links, einmal ganz groß nach oben bitte. Versuch die Seiten lang zu ziehen, während dein Becken schwer nach unten sinkt. Und dann streck beide Seiten nach oben, räkel dich hoch. Und löse wieder auf. Schüttel die Arme bitte ganz locker aus. Gut. Bring die Arme nach vorn, winkel sie an. Leg jetzt den rechten Ellenbogen in oder über die linke Ellenbeuge. Und je nach Beweglichkeit kannst du hier entweder die Handrücken annähern lassen,
Vielleicht berühren die sich sogar oder es gelingt dir, die Unterarme zu verschränken und die Handflächen zu greifen. Jetzt merkst du, dass zwischen den Schulterblättern im Rücken Raum entsteht und Dehnung entsteht. Spiel ein bisschen mit dieser Dehnung. Dafür kannst du die Arme mal nach oben und unten sinken lassen. Mal nach rechts und links. Oder auch mal von dir wegschieben und heranziehen. Ja, das alles so ganz frei kombinieren. Such dir Dehnungen in der Rückseite aus. Oder Bereiche, die sich dehnen wollen. Und dann löst bitte wieder auf. Spür mit Bewegungen nach. In die zweite Seite winkel die Unterarme bitte nach vorn. Jetzt legst du den linken Ellenbogen in oder über die rechte Ellenbogen hinaus. Bring wieder die Handrücken näher oder umwinde die Unterarme, sodass die Handinnenseiten zueinander kommen. Und dann spiel wieder mit der Dehnung. Die ist jetzt eher im linken Bereich des Rückens und Schulterblatts. Also die Arme wieder ganz neugierig hoch, runter. Rechts, links und oder vor, zurück. Dann versuch das alles zu kombinieren und such dir Bereiche aus, die sich freuen, wenn sie gedehnt werden dürfen. Und dann löst wieder auf, spür mit Bewegungen nach. Die nächste Sequenz wird uns also die Vorderseite des Körpers, werden wir auch mobilisieren. Das wird jetzt im Wesentlichen die Brustmuskulatur sein und wir schenken diesen Bereichen, also Brustmuskulatur, Schultern, Schultermuskeln, Schultergelenken, eine sehr schöne dynamisch-elastische Bewegung. Breite dafür die Arme bitte aus und feder ganz locker mit den Armen nach hinten. Und mach das in verschiedenen Positionen der Arme. Und dann versuch die Bewegung nicht muskulär zu bremsen, also nicht so zackig oder ruckartig zu machen, sondern wirklich so ganz locker federnd nach hinten schütteln. Ja, das mobilisiert die großen Muskelstrukturen, die Schulter umgeben, aber auch die kleinen Strukturen, die tiefen Muskeln im Schulterbereich. Alles wird elastisch, bekommt eine Grundgeschmeidigkeit. Jetzt ganz locker federn. Und dann lass es wieder ausschwingen und spür mit Bewegungen nach. Ganz locker bewegen. Das sollte sich alles jetzt viel geschmeidiger schon mal anfühlen können. Wir gehen jetzt noch in eine kleine Dehnung des Nackenbereichs. Bring den rechten Arm bitte nach hinten und schieb die Hand, den Handrücken in Richtung des linken Schulterblatts. Also rechte Hand schiebt mit dem Handrücken Richtung linkes Schulterblatt. Jetzt spürst du hier eine Dehnung im Nackenbereich oder Schultergelenksbereich. Neig den Kopf etwas nach links und such mit kleinen, neugierigen Bewegungen des Kopfes feste Strukturen. Das heißt, du kannst den Kopf vor, zurücknehmen, mal mehr in die Seite neigen, mal weniger und in allen Richtungen auch noch drehen. Beobachte mal für dich, wo feste Bereiche entstehen. Du sie spürst und versuchst, das Feste rauszubewegen aus den Fasern des Körpers. Alles wieder auf, lass den Arm zurückleiten. Wechsel zum anderen, bring den linken Arm nach hinten und schieb den Handrücken hoch, diagonal Richtung rechtes Schulterblatt. Jetzt hast du die Dehnung hier im Nacken- und Schulterbereich. Neig den Kopf nach rechts und such neugierig Bewegungen mit dem Kopf, um feste Strukturen zu identifizieren.
und versuch das, dieses Feste, das du gefunden hast, rauszubewegen aus dem Körper. Oder rauszuziehen über die Dehnung. Und dann löst wieder auf, lass den Arm zurückleiten. Nutz Bewegungen, um nachzuspüren. Und jetzt sind wir schon recht gut vorbereitet im Schulterbereich für diese Yoga-Sequenz. Wir gehen also einen Schritt weiter und kommen zum Vierfüßler. Und nutz den Vierfüßler, reikel dich durch den Körper hindurch. Und dann kommt es einem langen Rücken und tauch in den Schulterbereich nach unten ein. Ja, lass die Arme gestreckt, tauch im Brustkorb ein, Schulterblätter schieben zueinander. Jetzt schieb dich da raus, zwischen den Schulterblättern nach oben. Und mach das ein paar Mal, lass dich hineinsinken und zieh dich aktiv nach oben weg. Schulterblätter nähern sich an und schieben voneinander weg. Auch das sorgt für die Beweglichkeit der Schultern und damit auch der Arme. Ja, dann kommen neutral an, also nicht ganz hineinsinken, aber auch nicht ganz rausschieben im Schulterbereich, eher neutral. Stell die Füße auf und schieb dich in den ersten abwärtsschauenden Hund dieser Praxis und nutz Bewegungen. Laufe, räkel, beweg dich, genieß Momente. Lass dein Becken nach rechts und links schaukeln. Gut, und dann komm wieder an, hier im abwärts schauenden Hund, schieb dann deine Hüftgelenke nach oben und senk die Fersen tiefer. Einatmen, roll dich vor in den hohen Liegestütz, komm hier an. Halte kurz inne, stärk die Mitte deines Körpers, mach also einen Reißverschluss imaginär zu und schließ den Beckenboden und schieb dich ausatmend wieder zurück in den abwärts schauenden Hund. Einatmen, roll dich nach vorn, Wirbel für Wirbel bis zum hohen Liegestütz, streck dich lang, ausatmen, schieb dich hoch zum Hund. Nochmal einatmen, roll dich nach vorn, der hohe Liegestütz. Und jetzt komm ausatmend in die Bauchlage. Leg dich nach unten ab. Gut, dann räkel dich mal nach rechts und links. Und dann drück eine Hand nach unten, schraub dich in die Seite auf. Nimm also den Rücken wieder mit in die Bewegung. Und dann komm in der Mitte wieder an. Schieb dein Steißbein zurück, roll die Schultern zurück und zieh die Hände nach hinten Richtung Füße, um nach vorn zu gleiten und nach oben zu kommen, die Kobra. Jetzt drück dich weg von der Erde, komm zurück in den abwärts schauenden Hund. Nochmal einatmen nach vorn, hoher Liegestütz, ausatmen, leg dich zur Erde. Einatmen, Steißbein zurück, Schultern zurück, Hände zurückschieben, Brustbein nach vorn hochheben, ausatmen, zurück, der abwärts schauende Hund. Jetzt heb dein rechtes Bein bitte nach oben. Schieb die Ferse weit nach hinten. Stell dir vor, du schiebst energetisch so einen kleinen Widerstand von dir weg. Also schieb dich extra lang nach hinten raus. Jetzt zieh das rechte Knie zum rechten Oberarm. Komm ausatmend mit den Schultern nach vorn. Einatmen, schieb dich zurück, diesen einbeinigen Hund. Ausatmen, zieh das Knie in den Unterarm, rechter Unterarm. Einatmen, schieb dich wieder zurück. Ausatmen, das Knie zum linken Oberarm, Bauchnabel einsaugen, Reißverschluss zumachen, einatmen zurück, einbeiniger Hund, ausatmen, Knie zum linken Unterarm, die Mitte definieren, einatmen, zurückschieben, einbeiniger Hund, ausatmen, setz den rechten Fuß nach vorne. Dann senk dein linkes Knie zur Erde, linken Fuß kannst du gerne auflegen oder flach ablegen. Jetzt lass dein Becken nach vorn runter sinken. Du kannst gerne rechten Fuß nach außen bringen, rechte Hand nach innen bringen. Das gibt ein bisschen mehr Spielraum. Jetzt finde kleine Bewegungen mit dem Becken.
die es ermöglichen, Muskelfasern zu dehnen und darüber mit dem Becken tiefer nach vorn einzutauchen. Und dann lass dein Becken ruhig ankommen. Und wenn du einatmest, dann heb die Arme, richte dich auf. Wenn du ausatmest, entspann dich in eine kleine Rückburg. Einatmen, heb dein Brustbein, recke die Arme hoch. Ausatmen, bring die Hände zurück, schwing dich zurück in den Hund. Nun nutz Bewegungen. Und dann heb dein linkes Bein nach oben raus. Schieb die Ferse weit weg, nach hinten oben. Senk die rechte einen kleinen Moment tiefer. Jetzt schieb dich wirklich nach hinten, als würdest du einen Widerstand nach hinten wegschieben, schieben, schieben. Und jetzt setz mit dem Einatmen das linke Knie zum linken Oberarm. Atme aus, zieh das Knie ein Stück höher zum Oberarm. Einatmen, schieb dich zurück, einbeiniger Hund. Ausatmen, zieh das linke Knie zum linken Unterarm. Einatmen, schieb dich wieder zurück. Ausatmen, diagonal, linkes Knie zum rechten Oberarm, Bauchnabel einsaugen, Beckenboden schließen, einatmen, zurückschieben, ausatmen, linkes Knie zum linken Unterarm, Mitte stark, einatmen, schieb dich zurück, ganz lang ausstrecken und ausatmen, linker Fuß nach vorn und rechtes Knie zur Erde. Gerne rechten Fuß aufstellen oder ablegen. Du kannst hier schon gerne mit dem linken Fuß etwas nach außen, mit der linken Hand nach innen. Es sucht dir kleine Federbewegungen oder Reikelbewegungen, die es ermöglichen, dein Becken nach unten sinken zu lassen. Such dir dehnende Bereiche aus. Wenn du das nächste Mal einatmest, dann richte dich langsam nach oben auf. Wenn du ausatmest, lehn dich ganz weich nach hinten an. Einatmen, heb dein Brustbein, streck die Arme abwechselnd ganz groß nach oben. Ausatmen, schwing dich zurück zum abwärts schauenden Hund. Nutz hier wieder Bewegungen, die gut tun. Vielleicht lebendige, vielleicht ruhige, vielleicht auch mal so kleine Schüttel- oder Hüpfbewegungen. Dann senk einatmend die Knie zur Erde in den Katzenbuckel, fließt zum Pferderücken, ausatmend kommt zum Kind. Einatmen wieder nach oben, Katzenbuckel, Pferderücken, ausatmen, der abwärts schauende Hund, schiebt die Hände nach unten, zieh die Hüfte hoch, senk die Fersen. Heb dein rechtes Bein nach oben, jetzt dreh bitte deine rechte Hüfte auf. Heb das rechte Hüftgelenk über das linke, das heißt, dein rechtes Bein zeigt nach rechts weg. Einatmen, zieh das rechte Bein ein bisschen höher. Ausatmen, schwing den rechten Fuß nach vorn. Und dreh dein linkes Bein bitte auswärts, sodass die Ferse sich nach innen setzen kann. Jetzt setz die rechte Hand nach innen, zieh dein rechtes Knie etwas nach außen, sodass es über dem Sprunggelenk des rechten Fußes bleibt. Und wandere mit beiden Händen diagonal nach links weg. Linkes Knie ist gestreckt. Linker Oberschenkel Innenseite schiebt zurück. Rechtes Knie kannst du nach vorn neigen. Einfach nochmal nach außen drücken, dein rechtes Knie, sodass es nicht mit nach innen fällt. Und dann wandere ein bisschen weiter weg mit den Händen. Atme in den Rücken ein. Und wenn du ausatmest, lass deinen Raum des Herzens tiefer sinken. Richtung Erde. Spür die Dehnung. Und dann komm langsam wieder zurück. Die rechte Hand nach außen, hinteren Fuß aufstellen. Schritt zurück in den Hund. Einatmen, roll dich nach vorne in den hohen Liegestütz. Ausatmen, leg dich langsam zur Erde. Einatmen, komm zur Kobra oder den aufwärts schauenden Hund. Ausatmen, schieb dich zurück in den abwärts schauenden Hund. Jetzt das linke Bein hier schon heben. Heb die linke Hüfte über die rechte hoch. Heb das linke Bein ein bisschen höher, wenn du einatmest.
Wenn du ausatmest, schwing den Fuß nach vorn. Dreh das rechte Bein auswärts, senke die Ferse, komm mit beiden Händen nach innen. Jetzt stell dir vor, du schiebst das linke Knie ein bisschen nach außen, sodass es in der Tendenz über dem Sprunggelenk arretiert bleibt, also Unterschenkel senkrecht nach unten zeigt. Hinteres Bein streckt sich, Oberschenkelinnenseite schiebt zurück, vorderes Knie beugt sich. Dann wander mit beiden Händen diagonal nach rechts. Und lass dich weich und sanft Richtung Erde schmelzen. Wenn du einatmest, pluste den Rücken auf. Und wenn du ausatmest, lass den Herzraum nach unten schmelzen. Und dann komm langsam wieder zurück. Zurück in den abwärts schauenden Hund. Schieb dich lang, streck dich und räkel dich. Einatmend der Katzenbuckel. Pferderücken. Ausatmend das Kind. Einatmend nach oben Katzenbuckel. Pferderücken. Ausatmend der abwärts schauende Hund. Streck dich wieder ganz lang, senk mal die rechte Ferse und die linke Ferse abwechselnd tiefer, bitte. Spür die Dehnung der Beinrückseite. Dann komm mit beiden Fersen tiefer und schieb dich lang. Einatmend, wander mit den Füßen nach vorn Richtung Hände. Ausatmend, entspann dich ganz sanft in die Vorbeuge. Einatmen, zieh dich nach vorne in die halbe Vorbeuge mit langen Flanken. Ausatmen, gleite zurück in die ganze Vorbeuge nach unten. Und bleib hier einen Moment, schüttel gerne mal die Arme und Hände aus, lass den Kopf schwingen. Und dann zieh die Hände auf die Oberschenkel hoch, komm in die Hocke nach oben. Und dann räkel und beweg dich bitte hier in der Hocke durch. Such dir also auch Bereiche im Körper, Strukturen im Körper, die sich freuen, wenn sie Anspannung über die Bewegung loslassen dürfen. Und dann komm ganz langsam höher und höher zum Stehen. Ups. Und bitte dich mal so ganz locker die Knie zu beugen und mit dem Oberkörper zu federn. Einfach so ein ganz lockeres Federn. Ja, lass die Arme mitschwingen, lass die Schultern mitschwingen. Dann nochmal zu einer Seite der Wahl federn abwechselnd. Ja, und spür diesen lockernden Bewegungsrhythmus im Körper. Gut, und dann feder dich langsam wieder in den Stand zurück. Wir kommen jetzt in eine Balance-Sequenz und versuchen dann aus der Balance, aus dem Stehen in den zweiten Held zu kommen. Und dafür bitte ich dich einfach an den vorderen Teil deiner Yogamatte. Gut, wir fangen mit dem linken Bein als Standbein an. Drück das nach unten in den Boden. Winkel dein rechtes Knie, sodass die rechte Ferse sich hebt. Mach dich erstmal vertraut mit der Balance. Ja, wie fühlt die sich jetzt an? Und erst ganz langsam, zieh dein rechtes Knie bitte nach oben, greif es mit den Händen, halte dich daran fest, finde Halt an dir selbst. Dann drück den Fuß nach unten, schweb mit den Schultern zwischen dem Brustkorb nach oben hoch. Und jetzt bitte ich dich mal für einen Moment mit Kopf und Knie näher zu kommen zu Jan Urdhva Jirasana. Ja, so eine sehr schöne Balanceübung. Kopf und Knie nähern sich an, der Rücken wird gestreckt, wird geatmet. Finde immer noch Halt an dir selbst. Und dann komm langsam wieder nach oben zum Stehen. Das heißt,
Rechtes Knie bleibt oben. Linker Fuß drückt nach unten. Jetzt greif mit der linken Hand an die linke Hüfte. Rechte Hand hält das Knie und du führst das Knie jetzt nach rechts, nach außen. Das ist ein sogenannter Hüftöffner. Das heißt, dass die Hüfte nach rechts geöffnet wird. Schieb dein rechtes Hüftgelenk nach vorn. Und jetzt bitte ich dich, die Hände loszulassen, nach unten. Jetzt machst du mit dem rechten Fuß ganz ruhig, so ruhig wie möglich, einen ganz großen Ausfallschritt weit nach hinten. Der rechte Fuß, großer Ausfallschritt, linkes Knie beugen, versuch den rechten Fuß langsam am Boden abzusetzen. Gut, sehr schön. Jetzt sind wir fast im zweiten Helden. Du kannst gern das nochmal einrichten, das heißt rechtes Bein ein bisschen einwärts drehen. Linkes Knie gut beugen. Bring die Hände an die Hüfte. Und zieh energetisch die Füße sanft aufeinander zu. Ja, so als würdest du etwas zusammenschieben, die Matte unter dir sanft zusammenschieben. Dann zieh diese Kraft, die die Beine jetzt bekommen, dadurch hoch Richtung Becken. Aktiviere den Beckenboden. Mach einen imaginären Reißverschluss zu. Und jetzt reikel dich in den Flanken nach oben. Richte dich auf. Und breite die Arme aus. Wende den Blick nach links, über den linken Arm und atme. Einatmen nach oben, werd leicht im Brustkorb. Ausatmen, finde Halt und Ruhe nach unten. Du wirst geatmet. Und jetzt zieh dich mit dem linken Arm bitte ganz weit nach vorn. Zieh die gesamte linke Flanke nach vorn. Variante 1, erstmal rechte Hand an der Hüfte aufsetzen. Linke Unterarm am Oberschenkelansatz aufstützen. Ja, das ist die hohe Variante, die etwas bequemere. Die tiefere Variante wäre jetzt, die linke Hand an die Außenseite des linken Beins zu bringen. Ja, such dir deine Variante aus. Und da, wo du bist, streck den rechten Arm über dem Kopf aus. Jetzt senk dir die rechte Seite ganz lang. Von der Außenseite der Ferse, über das Bein, rechte Hüfte, rechte Flanke, rechten Arm bis in die rechten Finger. Atme ein und verlängere die rechte Seite. Entspann dich in die Länge im Ausatmen. Nochmal tief einatmen, streck dich. Ausatmen, bring die rechte Hand bitte an die linke Gesäßhälfte. Rechte Hand, Handrücken an die linke Gesäßhälfte. Jetzt greif mit der linken Hand mal von innen unter dem Oberschenkel nach hinten durch. Bring die linke Schulter nahe zum linken Knie. Und jetzt schau mal für dich, ob vielleicht die linke Hand die rechte Hand berühren kann oder mal zuwinken kann. Ja, manchmal berühren die sich in den Fingerkuppen oder manchmal kann man die Finger verhaken, manchmal die Hand wirklich greifen. Wenn es nicht klappt, dann setz die linke Hand wieder auf. Wenn es klappt, dann zieh die rechte Schulter zurück. Dreh dich nach rechts auf in die gebundene seitliche Winkelstellung. Baddha Parshva Konasana. Atme. Zieh die rechte Schulter aktiv zurück. Und dann löse wieder auf. Atme ein, streck den rechten Arm aus. Atme aus, mach einen Schritt zurück zum Hund. Und genieß ein Durchatmen, ein Bewegen, ein Räkeln. Wenn du Lust hast, dich entspannen möchtest, komm kurz zum Vierfüßler, räkel dich hier durch. Wenn du in die Bewegung gehen möchtest, alternativ, dann komm in den hohen Liegestütz, atme ein, die Bauchlage, atme aus. Einatmen, Cobra oder aufwärts schauende Hund. Und dann kommt bitte alle wieder zurück zum abwärts schauenden Hund. Atme hier durch. Und dann wandern mit den Füßen nach vorn. Mit dem Ausatmen verneig dich ganz in Ruhe vor dir selbst. Einatmen, streck dich nach vorn mit langen Flanken. Ausatmen, noch einmal nach unten vor dir verneigen. Einatmen, komm hoch, bring die Arme über die Seite nach oben zum Stehen. Richte dich auf. Ausatmen, die Hände vor dir zum Herz und an die Seite.
Ja. Lass uns die zweite Seite probieren. Wir treffen uns wieder im vorderen Teil deiner Yogamatte. Jetzt wird der rechte Fuß der Standfuß. Verlage Gewicht dorthin und stell dir vor, du drückst so einen Abdruck mit dem rechten Fuß in den Boden nach unten. Winkel dein linkes Knie. Mach dich nochmal mit der Balance vertraut. Dann zieh ganz in Ruhe dein linkes Knie hoch und halte dich fest. Finde Halt an dir selbst. Während du das linke Knie hochziehst, schiebst du den rechten Fuß nach unten. Schwebe den Brustkorb nach oben. Jetzt lass uns einen Moment mit der Balance spielen, mit Jan Urdhva Shirsasana. Bring dazu Kopf und Knie etwas näher. Das wäre ein kleines Verbeugen nochmal vor dir selbst. Atme durch den Rücken durch. Und dann richte dich wieder auf nach oben. Lass dir Zeit. Finde Balance. Das braucht sowohl Sicherheit nach unten an der Basis, als auch die Beweglichkeit nach oben, um die Balance wirklich zu finden. Und jetzt bring die rechte Hand an die Hüfte. Führ das linke Knie auswärts, schieb die linke Hüfte nach vorn. Wir wagen jetzt hier auch einen großen Schritt zurück. Dazu bitte ich dich zunächst, das linke Knie loszulassen. Und dann versuch es ganz langsam, den linken Fuß mit einem Ausfallschritt nach hinten zu bringen. Ganz langsam rechtes Knie beugen. Großer Schritt zurück und dann lande ganz sicher am Boden. Ja. Richte es dir gut an. Also hinteres Bein ein klein bisschen einwärts drehen. Knie strecken, vorderes Knie beugen. Schieb es in der Ausrichtung des Fußes von dir weg. Die Hände an die Hüfte. Jetzt zieh die Füße ganz sanft zueinander. Auch hier mit diesem Bild, als würdest du etwas zusammenschieben. Ja, die Yogamatte oder so einen kleinen Luftdruck zusammenschieben. Und zieh dessen durch diese Aktivität die Beinmuskulatur hoch Richtung Becken. Schieb dein Steißbein nach unten, schließ von unten den Beckenboden. Von vorn, stell dir vor, du machst einen Reißverschluss an der Hose zu. Und aus diesem Fundament, das dich hier trägt, kannst du dich nach oben aufrichten. Ja, lass die Flanken lang wachsen, rechts und links. Und dann breite die Arme aus, leg sie ab in der Luft. Und bring den Blick über den rechten Arm in die Ferne. Und verweile einen Moment hier und jetzt. Lass dich von der Atmung tragen. Ja, mit dem Ausatmen erde dich, komm an. Mit dem Einatmen werd lebendig, wachs nach oben. Jetzt zieh dich mit dem rechten Arm ganz weit nach vorn. Nimm die rechte Flanke ganz lang mit. Linke Hand einmal an die Hüfte. Rechte Unterarm entweder an den Oberschenkelansatz für diese höhere, etwas leichtere Variante. Oder die rechte Hand an die Außenseite des rechten Fußes nach unten bringen für eine tiefere Variante. Dreh dich nach links auf. Zieh die linke Schulter zurück und streck dann den linken Arm über dem Kopf aus. Dann denk die gesamte linke Seite ganz groß und lang. Von der Außenseite der Ferse bis hoch in die Fingerspitzen. Wenn du einatmest, dann zieh die linke Seite in ihre Größe. Entspann dich in die Länge im Ausatmen. Nochmal einatmen, strecken. Ausatmen, entspannen. Letztes Mal, werd ganz lang, zieh dich wirklich groß und weit auseinander. Ausatmen, die linke Hand an die rechte Gesäßhälfte. Jetzt setzt die rechte Hand an die Innenseite, die rechte Schulter nah an das Knie. Jetzt greift mit der rechten Hand unter dem Oberschenkel nach hinten durch. Vielleicht sehen sich die Hände, vielleicht fühlen die sich, berühren sich. Vielleicht kannst du die Finger verhaken oder die Hände greifen oder die Handgelenke greifen. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Gedanke. Ja, komm da an, wo es für dich passt. Zieh die linke Schulter zurück, lehn dich nach hinten an,
und atme in der gebundenen seitlichen Winkelstellung. Spür diese Haltung, spür die Atmung. Und nochmal tief einatmen, dann löse auf mit dem Ausatmen, bring die Hände zurück, mach einen Schritt zurück. Der Hund, immer locker federn, bewegen, rackeln und verwöhnen. Du kannst entweder gleich in den Vierfüßler, wir kommen sowieso alle da an, dich schon etwas entspannen, oder machst du mal mit mir einen kleinen Umweg, einatmen in den hohen Liegestütz, ausatmen, ein tiefer Liegestütz, versuch dich gar nicht abzulegen, halte, einatmen, Kobra oder aufwärts schauender Hund, ausatmen, abwärts schauender Hund. Und dann komm einatmen zum Vierfüßler mit dazu. Und reikel dich. Ja, und versuch, Anstrengungen aus dem Körper rauszuarbeiten. Gut, dann lass uns zum Sitz wechseln. Bring da bitte die Füße nach vorn. Bleib noch einen kleinen Augenblick in der Kräftigung der Mitte des Körpers. Gehen hier in das Boot. Bitte dich, die Mitte des Körpers zu nähren, indem du A, den Beckenboden schließt und B, dir vorstellst, du machst einen Reißverschluss, eine Hose zu. Atme aus und definiere diese Mitte deines Körpers und dann heb die Beine ein Stück an. Und bring die Arme entweder an die Kniekehlen, das hat den Vorteil, dass es die Oberschenkel entlastet und du dich daran ziehen kannst, oder bring die Arme nach vorn, um mehr aus der eigenen Kraft dich zu halten. Atme. Mit dem Ausatmen zentrierst du die Mitte. Mit dem Einatmen hebst du den Brustkorb sanft an. Und mit dem nächsten Ausatmen, stell die Füße auf, greif die Schienenbeine, atme durch. Und nochmal eine neue Runde, richte dich auf, definier die Mitte deines Körpers, Beckenboden schließen, Reißverschluss zumachen und aus der Kraft mit dem Ausatmen die Beine heben und die Arme nach vorn bringen, lass dich atmen. Wenn du mehr magst, dann schieb die Beine weiter weg. Fordere dich heraus, es kann brennen, es kann vibrieren, aber überfordere dich nicht, du solltest also immer noch atmen können. Mal einatmen, ausatmen, komm ein bisschen tiefer, einatmen, wieder ein bisschen höher, ausatmen, nochmal tiefer kommen, einatmen, nach oben kommen. Und jetzt ausatmen, langsam zur Erde ablegen, gern mal die Knie greifen, dich abrollen oder wie ein langes Klappenmesser dich öffnen, ankommen, leg dich zur Erde. Einatmen, bring die Arme nach hinten, zieh dich ganz lang, ausatmen, entspann dich in die Länge. Einatmen, räkel dich mit den Armen nach hinten, mit den Füßen nach vorn. Ausatmen, entspann. Letztes Mal einatmen, zieh dich größer, vielleicht größer als der eigene Körper normalerweise ist. Ausatmen, lass los. Breite die Arme zur Seite aus und stell die Füße auf. Leg ein Bein über das andere und schwing ganz locker nach rechts und links. Du kannst gern den Kopf entgegengesetzt mit begleiten lassen. Dann hat die Wirbelsäule die Möglichkeit, sich komplett mal von unten nach oben zu verschrauben. Und das schenkt dir wieder eine sehr schöne Grundmobilität zurück. Und leg das andere Bein über und schaukel weiter.
Und dann komm zur Mitte zurück. Stell die Füße auf. Versetz dein Becken eine halbe Breite nach rechts. Lass die Knie nach links sinken. Ja, das Becken erst nach rechts versetzen, das kommt aus der Achse des Rückens raus, rollt aber wieder zurück in diese Achse, dahin, wo es eben war, wenn die Knie nach links sinken. Gleiches im Kopfbereich, erst ein Stück nach links versetzen, dann roll ihn nach rechts, zur rechten Seite. Der Kopf rollt zurück, wo er war, alles ist wieder in der Achse. Das macht die Drehung einfach etwas gemütlicher. Richte es für dich selbst so gut an, dass du ein paar Momente hier genüsslich bleiben kannst. Schließ gern die Augen. Und vertraue dich der Erde an, die dich trägt. Nutz die Ausatmung, um überflüssige Anspannung zur Erde abzugeben. Besonders im Schulterbereich, dort besonders rechts, lass das rechte Schulterblatt Richtung Erde sinken. Lass dich atmen. Komm Schritt für Schritt zurück zur Mitte. Dann eine halbe Breite ungefähr nach links mit dem Becken. Wenn jetzt die Knie nach rechts sinken, rollt das Becken wieder zurück, wo es war. Versetzt den Kopf ein Stück nach rechts. Dann roll ihn zur linken Seite. Und das ist für die Seite mindestens genauso gemütlich wie eben auch. Komm da an, wo du sein möchtest. Da, wo es möglich ist, Spannung loszulassen. Dann nimm Entspannung wahr. Wie fühlt sie sich an? Entspann besonders den Schulterbereich. Lass dort das linke Schulterblatt weiter Richtung Erde schmelzen.
Und komm hier auch wieder zurück zur Mitte. Und führ die Arme neben dir zur Seite zurück. Und dann roll dein Becken hoch, komm zur Schulterbrücke, sodass die Rückseite, die wir eben dehnten in den Drehungen, sich wieder zentrieren kann. Atme dich hoch, atme dein Brustbein nach oben, spür die Kraft der Rückseite, die Struktur, die Stärke, und auch die Flexibilität und Dehnung der Vorderseite, die Freiheit der Atmung, sofern das hier in den Brustkorb möglich ist. Atme tief durch und roll dich und reckel dich wieder zurück mit dem Rücken. Komm wieder an. Und dann greif die Knie für Apanasana. Wenn du die Ellenbogen etwas nach außen drehst, kannst du ganz frei in den Seiten schaukeln, dich massieren. Einen Moment einfach noch für dich Bewegungen genießen, die gut tun. Und dann finde deinen Weg zum Sitz. Such dir einen gemütlichen Sitz aus. Und um hier anzukommen, bitte ich dich noch einmal, die Augen zu schließen. Dann nimm den Blick nach innen wahr. So wie am Anfang dieser Praxis auch. Wie fühlt sich jetzt dein Sitz an? Wie berührst du die Unterlagen unter dir? Wie fühlt sich der Beckenbereich an? Deine Hüftgelenke? Die Beine? Die Füße? Bist du hier nach unten geerdet? Wie fühlt sich jetzt dein Oberkörper an, vom Becken nach oben in den Rumpf, die Flanken, den Rückenbereich? Reckel dich gerne nochmal ganz sanft nach oben, nimm die Schultern mit hoch, beweg sie frei durch. Wie geht's denen jetzt im Schulterbereich und dem Nackenbereich? Fühlen sich da Bewegungen jetzt an? Dann komm nochmal ganz gelöst von Anstrengungen im Sitz an. Nach unten bist du gut zentriert. Nach unten trägt dich die Erde, schenkt dir Halt, Kraft und Ruhe. Nach oben kannst du umso leichter sein, befreiter, geschmeidiger, lebendiger. Die Anatmung war, die dich nach oben trägt in diese Qualität. Und die Ausatmung, die dich wieder ankommen lässt nach unten, die dich erdet. Genieß Momente, um durchzuatmen. Vielleicht gibt es etwas, das du aus dieser Yoga-Klasse mitnehmen möchtest. Vielleicht etwas Konkretes, etwas Körperliches wie eine Übung oder eine Sequenz. Etwas, das dir gut tat, das du für den Alltag bewahren möchtest. Vielleicht aber auch eine Qualität, eine Idee oder ein Konzept, was das dir diese Stunde schenkte. Dann bewahr dir das, nimm das mit für den Alltag, sodass es dich dort nähren und tragen kann. Dann lass uns diese gemeinsame Zeit beenden, indem du die Hände vor dem Raum des Herzens zueinander bringst, hin zu einer Geste des dankbaren Abschieds aus dieser gemeinsamen Erfahrung. Atme dann beim nächsten Mal tiefer aus und öffne die Arme, wenn du einatmest, breite sie über die Seite nach oben aus,
Wenn du ausatmest, dann bring die Hände zueinander, führ sie vor die Stirn, den Mund und dein Herz. Und nochmal einatmen, die Arme ausbreiten, einen Bogen nach oben. Ausatmen, bring die Hände zum Herz. Wenn du magst, dann genieß ein Verneigen vor dir selbst mit einem Danke für das, was du fandest in dieser Zeit, was du dir schenktest. Dann lass uns gemeinsam aufrichten, die Augen wieder öffnen. Und ich danke dir, dass du mir deine Zeit schenktest und dein Vertrauen. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen und du wieder einschaltest. Bis dahin, alles Gute. Danke und Namaste.